Von Münster bis nach Kreta stoppt Titin. Ja, hallo. Ich bin hier heute in Münster am Prinzipalmarkt, um gegen CETA, das Konzernschutzabkommen, das die EU mit Kanada verhandelt, zu demonstrieren und zu protestieren. CETA ist auch eine Gefahr für das Gesundheitswesen, nicht nur hier bei uns, sondern auch in Kanada. Kanadische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben berechnet, dass allein die Arzneimittelkosten für das kanadische Gesundheitswesen um 850 Millionen bis zu 1,6 Milliarden kanadische Dollar jährlich steigen könnten. Geld, das an anderer Stelle fehlt für die Versorgung der Menschen oder dass die Versicherten, die Patientinnen und Patienten durch höhere Zuzahlungen und höhere Versicherungsbeiträge aufbringen müssten. Also CETA ist nicht gut für die Menschen in der EU, es ist auch nicht gut für das Gesundheitswesen, weder hier noch in Kanada. Und deshalb kommt nach Köln und demonstriert mit uns gegen diese Konzernschlussabkommen.